Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, drage Učenice i drage Učenici, willkommen im Deutschunterricht für die vierte Klasse. Dobrodošli na video lekciju iz njemačkog jezika za četvrti razred osnovne škole. Unser Thema heute ist Aktivitäten und Kleidung im Winter. Naša tema danas je aktivnosti i odjeća u zimi. Mein Name ist Gordana Barišić-Lazar. Und ich bin eure Deutschlehrerin heute. Danas sam ja vaša učiteljica. Za ovaj sat njemačkog jezika potrebno vam je sljedeće. Bilježnica i olovka gdje ćete nešto zapisati. Te slušalice i internet jer ćete gledati video sadržaj i rješavati digitalni zadatak. Važno je isto tako napomenuti da ovu video lekciju možete u svakom trenutku zaustaviti. Ako želite riješiti neki zadatak, pogledati video ili pročitati tekst, te je zatim ponovno pokrenuti. Danas ćemo odgovarati na osobna pitanja, opisati vremenske prilike u zimi, tipične aktivnosti u zimi, te odgovarajuću odjeću i obuću koju nosimo u zimi, razumjet ćemo sadržaj pjesmice i odgovarati na pitanja o pjesmici. Nadam se da će vam današnja lekcija biti zabavna. Es ist Weihnachten. Welche Jahreszeit ist das? Božić je. Koje godišnje doba? Frühling. Sommer. Herbst. Winter. Ja, es ist Winter. Wie ist das Wetter im Winter? Kakvo je vrijeme u zimi? Ponavljajte za mnom. Die Sonne scheint. Es schneit. Tako je. Es schneit. Pada snijeg. Wie ist das Wetter im Winter? Was ist auf dem Foto? Ja, es schneit. Wie ist das Wetter im Winter? Sprecht mir nach. Es ist kalt, hladno je. Es ist warm, toplo je. Richtig, es ist kalt. Wie ist das Wetter im Winter? Što je na sličici? Sjećate se? Ja, es ist kalt. A kako je još vrijeme u zimi? Ponavljajte za mnom. Es regnet. Es ist windig. Was ist richtig? Što je točno? Ja, es ist windig. Vjetrovito je. Što prikazuje ova sličica? Sjećate li se? Ja, es ist windig. Wie ist es im Winter? Kako je u zimi? Ponavljajte za mnom. Alles ist weiß. Sve je bijelo. Der Wald schläft. Šuma spava. Tiere und Pflanzen schlafen. Životinje i biljke spavaju. Wie ist es im Winter? Was ist richtig? Što je točno? Es ist warm oder alles ist weiß? Tako je, alles ist weiß. Wie ist es im Winter? Was ist richtig? Was ist auf dem Foto? Što je točno, što prikazuje slika? Der Wald schläft oder der Wald ist grün und bunt? Ja, der Wald schläft. Was ist auf dem Foto? Što je na sličici? Tiere und Pflanzen spielen oder Tiere und Pflanzen schlafen? Richtig. Tiere und Pflanzen schlafen. Wo bist du im Winter? Gdje si u zimi? Ponavljajte za mnom. Ich bin im Wald. U šumi sam.
Ich bin auf dem Berg. Na brijegu sam. Ich bin im Park. U parku sam. Wo bist du im Winter? Was ist auf dem Bild? Što je na sličici? Ich bin im Meer. Ich bin im Wald. Ja, ich bin im Wald. Was ist auf diesem Foto? Što je na ovoj sličici? Ich bin auf dem Berg oder ich bin im Wald? Ja, ich bin auf dem Berg. Und hier auf diesem Foto, anaue sličici? Ich bin auf dem Berg oder ich bin im Park? Ja, ich bin im Park. Wo bist du noch im Winter? Gdje si još u zimi? Ponavljajte za mnom. Ich bin zu Hause. Kod kuće sam. Ich bin im Theater. U kazalištu sam. Ich bin in der Bibliothek. U knjižnici sam. Wo bist du im Winter? Was ist auf dem Foto? Ich bin auf dem Berg oder ich bin zu Hause? Ja, ich bin zu Hause. Und was ist hier auf dem Bild? Wo bist du hier im Winter? Ich bin im Theater oder ich bin zu Hause? Ja, ich bin im Theater. Wo bist du hier im Winter? Wo ist das? Ich bin in der Bibliothek oder ich bin zu Hause? Ja, ich bin in der Bibliothek. Was macht ihr im Winter? Što radite u zimi? Ponavljajte za mnom. Wir spielen im Schnee. Igramo se u snijegu. Wir gehen rodeln. Idemo na sanjkanje. Wir bauen einen Schneemann. Gradimo snjegovića. Was macht ihr hier auf diesem Foto im Winter? Wir schwimmen im Meer oder wir spielen im Schnee? Ja, wir spielen im Schnee. Und hier, was macht ihr hier auf diesem Foto? Wir gehen rodeln oder wir spielen im Schnee? Ja, wir gehen rodeln. Und hier auf diesem Foto? Wir gehen rodeln oder wir bauen einen Schneemann? Richtig, wir bauen einen Schneemann. Was machst du im Winter? Što ti radiš u zimi? Ponavljajte za mnom. Ich gehe Eislaufen. Idem na klizanje. Ich fahre Ski. Skijam se. Wir machen eine Schneeballschlacht. Grudamo se. Was seht ihr auf diesem Foto? Što vidite na ovoj slici? Wir machen eine Schneeballschlacht oder wir bauen einen Schneemann? Ja, wir machen eine Schneeballschlacht. Und auf diesem Foto? Ich gehe rodeln oder ich gehe Eislaufen? Ja, ich gehe Eislaufen. Was machst du hier auf diesem Foto im Winter? Ich gehe rodeln oder ich fahre Ski? Richtig, ich fahre Ski. Und jetzt zwei digitale Übungen. A sada dva digitalna zadatka. Prvu poveznicu bit.ly/crta pare 22 unesite u adresnu traku tražilice. Napisane rečenice spojite sa rečenicama koje čujete.
Drugu poveznicu, bit točkica likosa crta im vinta 2, isto tako unesite u tražilicu i pogodite riječ. Viel Spaß wünsche ich euch! A sada pogledajmo ovo. Ich spiele im Schnee. Was brauche ich? Igram se u snijegu. Što mi treba? Ponavljajte za mnom. Eine Mütze. Ich brauche einen Schal. Ich brauche Handschuhe. Ich brauche einen Hut. Ich brauche eine Karotte. Ich brauche Stiefel. Pauzirajte lekciju, prepišite naslov i točne odgovore i nacrtajte ih. Koja dva predmeta niste nacrtali? Ja. Ich brauche keine Karotte und ich brauche keinen Hut. Tako je, niste nacrtali šešir i mrkvu. Einen Hut und eine Karotte. A nacrtali ste napisali ove predmete. Pa ponovimo. Eine Mütze. Einen Schal. Handschuhe. Stiefel. Da vidimo koliko ste predmete upamtili. Što je to eine Mütze? Ich brauche eine Mütze. Tako je, kapa. Ich brauche einen Schal. Tako je, šal. Ich brauche Handschuhe. Tako je, rukavice. Und ich brauche Stiefel. To su čizme. Was brauche ich noch? Što još trebam? Ich brauche... Was ist auf dem ersten Bild? Što je na ovoj prvoj sličici? Sjećamo se. Ich brauche... Ja, einen Pullover. Was ist das? Was brauche ich noch? Ja, ich brauche eine Winterjacke. Und das? Wie heißt das? Kako se ovo zove? Eine Winterhose. Sprecht mir nach. Ponavljajte za mnom. Ich brauche einen Pullover. Ich brauche eine Winterjacke. Ich brauche eine Winterhose. Der Schneemann braucht... A ovo ovdje je ono što Snjegoviću treba. Sjećate li se? Er braucht einen... Hut. Er braucht eine Möhre und er braucht einen Besen. Richtig. Im Park. Poslušajmo sada Anu i Lukasa. Gdje su oni? Tako je, im Park, u parku. Poslušajte ih i recite što žele raditi. Hallo Anne. Hallo Lukas, bauen wir einen Schneemann? Ja, was brauchen wir? Schnee und einen Hut. Und eine Möhre und einen Besen. Und Handschuhe. Na los! Dakle, što žele raditi Ana i Lukas? Ana und Lukas bauen einen Schneemann. Ana i Lukas rade Snjegovića. Auf dem Berg. Gdje su sada Ana i Lukas? Tako je, auf dem Berg, na brijegu. Poslušajte ih opet i recite što žele raditi. Hallo Anne. Hallo Lukas. Gehen wir rodeln? Ja, was brauchen wir? Einen Schlitten. Und eine Mütze und einen Schal. Und Handschuhe und Stiefel. Na los!
Dakle, što žele raditi Ana i Lukas ovdje? Ana und Lukas gehen rudeln. Ana i Lukas idu na sanjkanje. Auf dem Berg. Wo sind Anne und Lukas? Tako je, auf dem Berg, na brijegu. Poslušajte ih i recite opet što žele raditi. Hallo Anne. Hallo Lukas. Gehen wir Skifahren? Ja, was brauchen wir? Skier. Und eine Mütze und einen Schal. Und Handschuhe und Stiefel. Na los! Dakle, što žele raditi Ana i Lukas? Ana und Lukas gehen Skifahren. Ana i Lukas idu skijati. Zaustavite sada lekciju i recite. Koja sličica prikazuje Wir fahren Ski, a koja prikazuje Wir rudeln? Ovo je rješenje. Wir fahren Ski und wir rudeln. Wir brauchen. Što trebamo? Što trebamo pri skijanju? Und was brauchen wir, wenn wir rudeln gehen? A što trebamo kada idemo se sanjkati? Nađite pravu sličicu. Das ist richtig. Wir fahren Ski und wir brauchen Skier. Ponovite za mnom. Wir brauchen Skier. Ok. Dann gehen wir rodeln. Onda se idemo sanjkati. Wir brauchen einen Schlitten. Ponovite za mnom. Wir brauchen einen Schlitten. Sada riješite ovaj digitalni zadatak. Poveznicu bit.ly/ via spielen unesite u adresnu traku tražilice. Povežite riječ koju čujete i sliku. Viel Spaß wünsche ich euch! A ovo su rečenice. Samo nedostaju neka slova. Zaustavite lekciju, prepišite tekst i nadopunite riječi točnim slovima. Jeste li ovako napisali? Zaustavite lekciju i provjerite. Es ist Winter. Alles ist weiß. Es schneit. Es ist kalt. Ich bin auf dem Berg. Wir spielen im Schnee. Wir gehen rodeln. Wir machen eine Schneeballschlacht. Wir bauen einen Schneemann. Odgovorite sada usmeno na sljedeća pitanja, sa da ili ne. Ja oder nein? Magst du Winter? Voliš li zimu? Magst du Schnee? Bist du auf dem Berg im Winter? Gehst du mit deinen Freunden rodeln? Spielst du im Schnee? Macht ihr eine Schneeballschlacht? Baut ihr einen Schneemann? Ein Lied. Wir bauen einen Schneemann. Sada ćemo poslušati pjesmicu. Kako radimo Snjegovića? Poveznica je bit.ly/lead1. Pri slušanju nacrtajte tri riječi koje smo do sad naučili u lekciji. Sa desne strane vidite dva QR koda. Donji QR kod vas vodi na jedan dokument u kojem vidite riječi pjesmice na hrvatskom i njemačkom jeziku. Sada zaustavite lekciju i poslušajte pjesmicu. Što ste nacrtali? Mogli ste nacrtati sljedeće. Der Schneemann, die Möhre, der Hut und der Besen. Da vidimo sada riječi pjesmice. Prvo ću pročitati pjesmicu na njemačkom jeziku, pa ću je prevesti.
ein Lied, wir bauen einen Schneemann. Wir bauen einen Schneemann, Schnee, Schna, Schneemann, aus kaltem weißem Schnee. Wir rollen eine Kugel, Kika, Kugel, aus kaltem weißem Schnee. Eine Möhre ist die Nase, Nina, Nase, die mag der Osterhase, er hüpft im weißen Schnee. Auf den Kopf, da kommt ein alter Hut, Ia, alter Hut, der steht dem Schneemann gut. Jetzt braucht er einen Besen, Biba, Besen, für den kalten, weißen Schnee. Ja sam sigurna da ste riječi označene zelenom bojom već razumjeli. Da vidimo što je značila pjesmica u cijelosti. Gradimo, radimo Snjegovića, šniš na Snjegovića, od hladnog bijelog snijega. Guranjem po snijegu radimo kuglu, kika kuglu, od hladnog bijelog snijega. Mrkva je nos, ni na nos. Nju voli uskršnji zeko, on skakuće po bijelom snijegu. Na glavu dolazi stari šešir. I a stari šešir. Dobro stoji Snjegoviću. Sada mu treba metla. Bi, ba, metla za hladan bijeli snijeg.